Okay, kurze Zwischenfrage. Was schneide ich da? Ich kann euch das sagen, es ist genau das, was der Deutsche nicht so gern mag, was ich überhaupt nicht verstehe. Es ist total gesund, saumäßig lecker, roh und gekocht, ein kulinarisches Highlight, Staudensellerie. Ja, aber der Staudensellerie ist nicht das Maß aller Dinge für unser Gericht heute. Ich liebe ihn auf jeden Fall. Ja, und ihr wisst ja, also mit Sellerie, ja, dann, man sagt dem Sellerie ja viele geheimnisvolle Eigenschaften zu. Ja. Aber will ich mal nicht bestätigen. Okay, das ist ein Kabeljau. Und für diesen frischen Kabeljau brauche ich etwas Salz. Ja. Ihr habt das wahrscheinlich schon gesehen, ja. Ich verwende ja ganz viel hier dieses In-Love-Salz von mir. Ja. Dieses Salz mit Vanille. Sehr genial. Und der Fisch wird jetzt paniert. Und das Panieren funktioniert überall gleich, ob es jetzt Schnitzel ist oder so ein Fisch. Der frische Fisch, ja, kommt in Mehl rein, wird abgeklopft. Und das Mehl, also wirklich, das Abklopfen ist wichtig. Schön mit Gefühl, braver Fisch. Ja. Dass nicht zu viel Mehl dran ist, weil wenn zu viel Mehl dran wäre, dann hält die Panade nicht optimal. Das Ei wäre schön, wenn man vorher schön aufmixt. Und dann das Ganze flupp, die Schwupp, in Kokosraspel wälzen. Ja, die Kokosflocken ein bisschen andrücken. Und jetzt wandert das Ganze, schau mal, schön, in die Pfanne. Mittlere Temperatur und schön vorsichtig rotten. Okay? Nicht zu heiß, ja? Nicht zu heiß. Mittlere Temperatur und dann läuft alles gut. In die andere Pfanne. In die andere Pfanne kommt ein Schlückchen Öl, nicht zu viel. Dann natürlich den Staudensellerie. Und zu dem Staudensellerie ein paar Kichererbsen. Ja, das ist so alltäglich, gell? Hier, was hier Hänsel im Self kocht. Dann ein Stückchen Knoblauch. So, Staudensellerie, Knoblauch und Kichererbsen ein bisschen anbrutzeln. So, dann zum Fisch. Ruhig. Gefühl, einmal wenden. Mal, schön saftig. So ist es perfekt. Und jetzt kommt so eine kleine Geschichte von mir. Kennen wir ja alle von Sushi. Ja? So ein bisschen Wasabi und der Wasabi kommt auch noch hier rein. Und dann, last but not least, Hänsels Zaubergewürz. Barbecue-Salz. Das kommt noch rein. Und zwar, würde man sagen, so einen knappen Teelöffel. Ja, knappen Teelöffel hier rein. Und dieses Gewürz ist wirklich phänomenal. Und lasst es hier so ein bisschen anschwitzen. Übrigens, das ist so ein Teigschaber, ja, von Rösle. Sensationell. Alle pinken Küchengeräte, Schneebesen und Teigschaber wandern 1 Euro direkt an eine Brustkrebsorganisation. Tolle Sache. Nicht nur schick, sondern auch nützlich. Obendrauf kommt jetzt etwas Kokosmilch. Und jetzt mal köcheln lassen. Eine Minute. Übrigens, das Zauberwort der guten Küche heißt einkochen, einreduzieren. Ja. Die Flüssigkeit soll verdampfen und die guten Inhaltsstoffe, die bleiben übrig. Jetzt zum Anrichten. Idealerweise nehmt ihr so ein Küchenbrett, unseren Kokosfisch auf so ein Küchenbrett abtropfen lassen und jetzt boah, diese Soße, ja, mit dem Gemüse in so einen tiefen Teller rein. Oben drauf unseren original Allgäuer Kokosfisch. Der Kokosfisch, ja. Selbst gefischt. Nee, tolles Gericht. Und ich will dich mal nicht so auf die Folter spannen. Schau mal her. Da. Boah, ist das geil. Super, super, super lecker. Also, Muchachos!
Hensis Blitzrezepte. Okay. Und das ist der Fisch dazu. Guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen.